Hallihallo, Hallöle, eine neue Ausgabe von Ich beantworte eure Fragen und kommentiere eure Kommentare. Gott, kompliziert. Aber ihr habt mir fleißig geschrieben und ich habe mir gedacht, ich muss da mal wieder ein paar Klarheiten schaffen. Viel Spaß. Um mit was ganz Schmeichelhaftem anzufangen, Fluff. Du hast mich gefragt, wie ich es schaffe, meine Figur zu halten. Erstmal danke dafür. Ja, man kennt das ja, Frauen sind generell meistens unzufrieden mit sich selber. Aber ich mache viel Sport und ich ernähre mich gesund. Also ich versuche es zumindest. Was mir wirklich nicht immer leicht fällt, weil ich sehr anfällig bin für ungesunden Kram wie Süßigkeiten und vor allen Dingen Schokolade. Da muss ich mir oft auf die Finger kloppen, dass ich mir nicht so eine ganze Tafel abends reinschiebe. Aber ansonsten, ja, Sport. Und ich trinke eigentlich nur Wasser oder Tee tagsüber, abgesehen vom Kaffee jetzt. Aber ich bin halt nicht so ein Mensch, der viel Bock auf süße Getränke hat. Ich glaube, das macht auch viel aus. Trotzdem danke. Gott, ich liebe dich. Girlie Vlog, du hast mich gefragt, ob ich mal eine Zahnspange tragen musste. Ja. Ich hatte mal so eine, die wo hinten, wo dann so eine Klammer komplett hier um den Kopf drum ging. Dann hatte ich eine feste Zahnspange und danach nochmal so eine lose. Bei der festen habe ich am Anfang, aber es war mega ungewohnt, immer diesen hier so gemacht. Fand es aber damals total cool und trendy, mit so bunten Gummis drum. Später die lose habe ich nicht mehr so regelmäßig getragen. Dadurch haben sich meine Zähne wieder verschoben und alles war für die Katz. Ich habe sehr viel Ärger von meinem Kieferorthopäden bekommen. Schande über mich. Entschuldigung an dieser Stelle nochmal. Melanie Schäfer, du hast gefragt, was ich von Homophobie halte. Also generell ist für mich eine Phobie eine Krankheit schon. Weil, also ich habe eine Spinnenphobie zum Beispiel. Ich habe eine krankhafte Angst vor Spinnen. Das ist ja nicht ganz normal. Weil die tun einem ja nichts. Genauso tun Schwule oder Lesben einem nichts. Also ich finde es total schwachsinnig, ich halte da genauso wenig von wie von Rechtsradikalismus oder irgendwie Intoleranz in jeglicher Hinsicht. Also finde ich bescheuert. Kann ich nicht nachvollziehen, ich persönlich jetzt. Lisa Lovegood, du hast gefragt, ob ich ein paar Newcomer-Bands empfehlen kann. Mit Newcomer-Bands habe ich mich in letzter Zeit nicht so beschäftigt, aber ich bin riesiger City & Color-Fan zum Beispiel, finde ich super. Kann ich sehr empfehlen. Foo Fighters finde ich super, The Distillers, beziehungsweise Spinnerad, Brody Dell, ich liebe sie, das ist für mich auch ein Grund, lesbisch zu werden, diese Frau, wenn ich nicht so hetero wäre. Ansonsten kann ich sehr empfehlen, die neue Platte von den Donuts, Carajo, großartig gemacht, hört es euch an und an dieser Stelle liebe Grüße an Ingo, Donut und den Rest. Küsschen nach Münster und wo ihr auch gerade euch immer noch aufhalten werdet, tut sein Dingsbums. Netti, du hast gefragt, hat Marcel dich in London gefunden? Nein. Also, ich war im September mal in London, aber da hat kein Marcel mich gesucht. Und danach war ich nicht mehr in London. Von daher, nein. Warum sucht er mich? Kannst du mir das beantworten? Dark Knight Star, du hast gefragt, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Wow, schwierige Frage. Ganz, 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 ganz viel, was ich hier, glaube ich, gar nicht alles aufzählen könnte. Auf jeden Fall wäre dabei Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Mega viel gutes Essen. Irgendein totaler Schwachsinn, der Spaß macht und verboten ist. Und niemandem wehtut. Ja, die drei Sachen wären auf jeden Fall Teil davon. Ja, da im Leben nicht alles immer Ponyschlecken ist, kommen jetzt auch noch mal zwei Hater-Kommentare. Dieter Schauer, du hast gesagt, jetzt kommt dieser Schwachsinn auch noch hier auf Facebook. Ja, sei lieber froh, dass ich mich nicht auch noch bei Twitter total auslebe und was es alles noch so gibt, sonst würde ich euch noch mehr zuspammen mit meinem Schwachsinn. Manuel Baumann, die Alte versucht mit allem Geld zu scheffeln, Columbus, YouTube. Nein, das stimmt leider nicht. Ich wünschte, es wäre so, aber ich weiß nicht, wo du wohnst. In Deutschland, da wohne ich nämlich.
ist es so, dass wenn man arbeiten geht, bekommt man auch Geld dafür. Und ich bin arbeiten gegangen und habe dafür Geld bekommen. Das ist für mich ein normaler Lauf der Dinge. Es hat aber nicht wirklich was mit Scheffeln zu tun, oder? So, ich hoffe, ich habe eure Fragen oder Anmerkungen zu eurer Zufriedenheit beantwortet bzw. kommentiert. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentiert fleißig weiter und fragt mich ganz, ganz viele Sachen, damit ich die auch zukünftig noch beantworten kann. Und abonniert meinen Channel, ich freue mich drüber. Bis bald. Tschüss, Küsschen aufs Nüsschen.